Komm, Junge, gleich geht's los. Ja. Jan Schlappen. Böse. Also super Vorbereitung, alles gut. Und dann leider einen Wochen vom Kampf Corona positiv bekommen. Alles verloren, also die ganze Ausdauer weg. Und dann bin ich trotzdem mal vor dem Ring zu gehen. Und dann leider den Kampf zu geben, zu wissen, man kann mehr, dann man kann sich abrufen. War doch ein sehr, sehr starker Rückschlag und auch sehr emotional am Ende von ihm. Na, jetzt der Gegner war als besser, wo es weit dabei. Es gab sehr krass am Rückstarten, aber er scheint auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler, gelassener Typ zu sein. Also ich glaube, er kann auch sehr gut mit Druck umgehen. Deswegen denke ich, sind die Chancen relativ besser. Ich war noch nie beim Boxkampf mit dabei. Ich habe noch nie geboxt. Aber da gehe ich schon einfach rein und dass es nicht einfach nur mit dem Boxen, sondern dass du dir eine Taktik überlegen musst, dass du dein Gegner ein bisschen lesen musst. Normalerweise ist bei mir das Motto einfach drauf, egal wie. Also ich habe Chef Strobel gerade zum ersten Mal gesehen, ist relativ breit gebaut, ich dagegen einfach nur lang und laufig. Jetzt werde ich auch dann anfangen, Spannung zu machen mit größeren Leuten, dass ich halt mich auch darauf vorbereiten kann, auf den größten Unterschied. Wenn er übermotiviert ist, dann bin ich absolut auch übermotiviert und dann gibt es den Schlagabtausch der Superlative. Ich finde auch einen sehr, sehr geilen Kampf mit dir. Ich glaube, du warst top vorbereitet. Ich hoffe, du bereitest dich auch vor, weil im Ring gibt es nichts geschenkt. Ich kenne dich nicht wirklich. Ich weiß, du bist richtig motiviert und ich habe einfach geisteskrank Bock, dich mit so einem rechten Leberhaken aus dem Ring zu scheppern. Ja! Ja! Und jetzt Stimmung! Jan Schlappen. Er ist 25 Jahre alt, 1,90 Meter, 84 Kilo. Er springt eigentlich vor Zuber als Unterwerfer und wirklich in einer Parcours-Erfahrung. Macht doch mal Lärm für Jan Schlappen! Ja! Und wir holen jetzt einen Gegner hier in den Ring. Macht Lärm für Chef Strobel! Mal sehen, was diesmal möglich ist. Der zweite Kampf bei The Great Fight Night. Jan Schlappen versus Chef Strobel startet jetzt. Düsseldorf, let's go!
Komm, Junge! Komm! Alter, der Typ kommt, der Typ geht mit Boxershorts. Junge, das musst du nicht. Was ist das denn jetzt? Junge. Alles gut. Was sind fertig, Alter? Hey. Max hat, Alter. Komm, Junge! Komm! Drauf! Wir haben ein Spiel! Links, rechts, komm! Komm, Jan! Alter, dein Outfit ist ja wirklich der Wahnsinn. Schön den Sackschutz mit der Schlappenrakete drauf. Geil. Und linke, stören mit der linken, jawohl. Geh nach vorne, stören. Junge Trainer, ist da auch schön am Quatschen dran. Schön die Kommandos am Geben. Er sieht ja klar, Alter, geil. Stark! Rausdrehen, rausdrehen! Legen, mit links passen. Wenn ihr kommt, rausdrehen. Jawohl. Alter! Ja, Mann! Stabile erste Runde jetzt, ja! Jetzt hör mir ganz kurz zu. Du musst mit der Linken die ganze Zeit im Weg. Das hast du mir doch, du kannst es. Du kannst es. Du motivierst ihn ja zu kommen. Deswegen, linke vor. Das war gut. Hast du gut gemacht auf die erste Runde? Jetzt aber ja, der Depp ist gut! Linke ist vorne. Ganze Zeit. Wenn er kommt, schick vor. Bitte mal hin. Mit der linken Kosten, wenn ich den Rang kommt mit der linken, dann die rechte Rücken. Immer mit der linken Kosten. Spiel. Ja, wo ist hier? Hier muss vorne. Wenn er kommt. Komm. Oder los. Okay? Los jetzt, gib das. Ja, okay. Alter, Chef Strobel komplett defensiv unterwegs. Spiel mit der Linken, Linke. In deine Runde. In Linke. Ruhig, du hast die Runde gewonnen. Ja, ruhig. Jawohl. Boah, Junge, da haut er ja den aber die Schwinger aufs Maul. Das ist ja richtig geil. Komm.
Schön, schön. Hey, nicht so, gerade, die rechte gerade. Links abtasten. Halt die linke vorne, halt die linke. Mit der linken tasten. Linke vorne, linke vorne. Ein, zwei an. Jawohl, und rechte, rechte. Und die rechte hinterher, zack, zack. Fertig machen. Ja, rechts, auf der Höhe. Komm schon. Genau, hier weiter, weiter. Alter, Ende der zweiten Runde. Solide, Mann. Der hat ein paar richtig geile verteilt. Junge. Ja! Komm an! Bullshit! Komm, Junge! Schön aufs Maul! Jan! Jawohl! Ruhig bleiben! Die Linke! Linke! Die Linke! Jawohl! Jawohl! Links, rechts, rechts, komm! Die rechte, komm! B, B! B! B, hab ich gesagt! Links, rechts, jetzt! Eine Aktion noch! Ja! Ja, schön! Alter, Ende der dritten Runde. Man merkt, dass die echt schlapp werden langsam. Aber Alter, Jan verteilt einen nach dem anderen. Das ist richtig geil. Mehr klare Momente sind. So, jetzt hör zu. Junge, Trainer da richtig schön am Tipps geben. Alter, schön mit ganzem Körper einsetzen, ja klar. I think it's 2-1. Schön die Stelle, ja sicher! Die Deckung halten und Spaß. Jawohl. Alles gut, komm. Alles gut, weiter. Taste mit der linken und jetzt hier. Jawohl. Ja. Jawohl. Schön. Nochmal. Nochmal. Jan, nochmal. Weiter der, Jan. Los jetzt mit der linken. Stören mit der linken. Die Distanz. Ey, du musst die Distanz halten, Jan. Du musst die Distanz halten. Go, 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 go!
Dreier, Jan. Sofort Dreier. Deckung hoch. Dreier. Jawohl. Ja. Ja. Alter, das kann ein K.O. werden. Ich sag es dir. Komm, Jan. Dreier. Links, rechts. Jetzt aber, komm. Jan, gib Gas jetzt da, verdammt nochmal. Dreier. Los, drei Schläge jetzt. Jan, guck zu mir. Dreier. Rechts. Sofort, jetzt sofort. Los, Dreier. Let's go. Dreier. Jan, Dreier, hinterher. Der kann nicht mehr. Komm, gut. Dreier, los! Jan, komm jetzt! Ja, komm! Einschläge! Jetzt rein! Gib ihm nochmal einen schönen Schwinger, Digga! Komm! Jetzt musst du eine nochmal Gas geben! Gib mir Rand! Letzte Runde! Jetzt entscheidest du! So, wenn die nochmal. Hol nochmal alles raus jetzt! Danach ist Feierabend! Asozial! Die Grenze.
Wir haben ein bisschen mitgewirkt, aber am Ende wird das Ding für Stark, Alter. Oh, bei dem Adrenalin. Geil. Aber auf jeden Fall eine top-modische Vorstellung, kann man sagen, wenn man abends anzugucken, die Echte, die gut durchkamen. Schöne Aktion, der macht wieder mit der Echten. Hat er gewonnen. Schade, das ist safe. Ich wollte dann zum Körper hintergeht. Ja, genau, das sind wir die Hochblende. Das sei heißt, die Jan, wenn er von draußen geboxt hat, war natürlich genial. Und das Outfit natürlich. Bei mir ist das nicht der Kampf. Und das muss sein, jetzt ein Marsch. Ja, wir sind wieder zurück. Auch da muss ich sagen, das war das für ein Anfang. Wir kommen einmal zur Urteilsverkündung. Und zwar, alle drei Kampfrichter haben einstimmig entschieden, der Sieg geht an Jan! Ja! Geil! Respekt für die Leistung. Alter, Digga. Komm, da geht bei mir nichts. Juhu! Wir machen Fotos haben. Du bist nur der Nachrücker gewesen, in Anführungsstrichen. Jetzt hast du sie wirklich super krass im Feuchten verdammt. Was ist denn jetzt? Atme nochmal durch. Du bist nochmal ein Seite nochmal. Also. Ja, machen wir jetzt gerade. Zu dir beim Parcours vor dem Fenster stehen und ins Vorbereiten. Dann sagen wir unseren Kollegen, okay, ich bin ready. Und dann kommt Counter auf von 3, 1 auf 0. Und in dem Moment kann man einfach nur Fokus, Adrenalin, alles scheißegal einfach rein. Ja? Und dann hatte ich jetzt dieses Gefühl, weil ich normalerweise nur für eine Sekunde oder zwei habe, hatte ich jetzt 10 Minuten, 10 Sekunden wieder im Ring. Und das war einfach nur weg. Ganz großen Respekt. Macht doch mal Lärm für den Gewinner des zweiten Kampfs. Jan Schlappen. Großartig, hat er wirklich gut gemacht. Aber das ist mir natürlich ganz wichtig. Chef, kommst du noch mal rein? Du lässt dich auch noch fallen, mein Lieber. Das kann deine Zeit, dass du schon mal einbekommst. So, auch wenn man hier verliert, ich habe es eben schon angekündigt, wer hier in den Ring steigt, der hat den größten Respekt verdient. Seid so fair und macht doch mal richtig Lärm für Chef Strobel, Leute. Hey! Perfect composed! Junge! Komm her, Junge! Und den Vater hier auch noch, der stolz grinst.
Ja, ich rufe hier ein, zwei Kommentare über die Haltung. Alter, war das krank. Ende, du! Ein bisschen Luft in der ersten Runde. Das ist anstrengend, wenn du auf einmal ohne Helm vor dann drauf bist. Das sag ich dir. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Erfolg. Volles Brett. Und viel Spaß, alles Teil. Boah, Junge. Alter, das hast du krank gemacht. War geil. Also für das geübte Boxauge war das wahrscheinlich wild. Das hat sich angefühlt wie eine absolute Schlägerei. Mit so ein paar taktischen Elementen. Ja, so sah das aus, ja. Hat so Bock. Wie interessiert niemand? Sieg ist ein Sieg. Warte, ich brauche noch ein bisschen Luft. Nein, ich habe direkt am Anfang habe ich einen gekriegt, wo ich dachte, boah, fuck, mein komplettes Gesicht ist aufgerissen. Hatte ich richtig angefühlt, als wenn man, hätte ich hier so einen Cut und als würde ich übelst Nasenbluten haben. Und dann dachte ich mir so, oh fuck, aber andererseits auch sowas von scheißegal. Und dann in der letzten oder vorletzten habe ich auch noch mal richtig einen vorne drauf gekriegt, den habe ich kurz, da war kurz so am Drehen. Ja, der war, den hast du aber kaputt gemacht, Alter. Der war richtig fettig. Also das konnte man ja wirklich, hätte man da jetzt ein bisschen Ruhe, hättest du wirklich jeden einzelnen Schlag antizipieren können. Ja, super gemacht, wirklich. Ich hab dir nochmal Props auf Instagram gegeben. Ich war super geil. Ich muss sagen, wenn einer der besten Freunde hier kommt, der kann man auch einfach nicht gut werden. Aber das war ein unfassbar krasser Kampf. Und ich glaube, Düsseldorf zeigt das jetzt nochmal mit einem riesen Applaus. Wirklich. Jonas Ems versus Chris Limo. Jungs, das ist euer Applaus. Ich ziehe mein Das war Boxen. Einer, habt ihr euch echt Blut geschenkt? Wirklich gar nicht. War ein super Ding, war ein super Ding. War ein geiler Boxen. Wir müssen jetzt nochmal in den Ring. Irgendwie Most Valuable Boxer oder so eine Kacke. Hast du erwartet, dass das einfach mal rein. Und da ging es darum, wer ist der krasseste Kämpfer oder die krasseste Kämpferin? Gewonnen hat. Und jetzt macht ihr nochmal Lärm. Er kommt auch mal rein mit seiner Musik und mit seiner Show. Es ist Jan Schlappe! Ihr könnt gerne alle noch mal rufen. Großen Respekt, auch echt ein großes Zuschauer. Ja! Geil, Junge! Was ist das?
wir schreiben jetzt den Tag nach dem Kampf. Und die Nacht war geil. Also, ja, das war wirklich einfach geil. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe einen Lorbeerkranz, ich habe da Dingen. War überragend, hat Spaß gemacht. Meine Stimme ist weg. Meine Rippe tut ein bisschen weh, aber genau das ist, was ich haben wollte. Also. Ja, sicher! Ja.